Ei, gute wie zu Hell Dragon LP. Ich begrüße euch zu einer weiteren Folge und ich hoffe, ihr habt ja die letzte Folge gesehen. Da habe ich ja das Silberteam, unser neues Silberteam vorgestellt. Und ja, das wollte ich doch dann gleich mal ausprobieren, ob das wirklich sich so toll spielen lässt. Und es bietet sich gerade an, wir haben ja noch dieses Silver Classic Turnier hier, noch dieses St. Patrick's Pokal. Ja, in der Stunde. Ich hätte es vielleicht doch spielen sollen, jetzt wo ich sehe, 15.000 Münzen hätte es ja gegeben. Aber gut, schwamm drüber. Hier gibt es 2.500, damit bin ich auch zufrieden. Und wollen wir doch einfach mal reinstarten. Ich hoffe, wir kriegen auch relativ schnell einen Gegner. Hier unser wunderschönes Team. Müssten ja eigentlich alle auch frisch sein, so ist es. Ja, hier die Auswechselbank, die beachtet ihr nicht. Da brauchen wir ja einfach nur eine Silberbank. Und ich hoffe, wir finden schnell einen Gegner. Denn bei meinen Aufnahmen weiß man ja nie. Da kann ja jederzeit was passieren. Ob ein Telefonat, ob, keine Ahnung, ein Atomangriff. Es ist alles möglich bei mir. Oh, wir finden einen Gegner tatsächlich. Sehr schön. Tatoa. Silber. Orange. Jetzt grün. Naja, komm. Auf, Bub. Wir bleiben in Gelb. Sehr schön. King Fat und los geht's. Argentina. Da vorne haben wir Franco Di Santo. Den hatte ich auch mal gespielt. Das wäre auch eine Option gewesen. Der hat in drei Spielen, glaube ich, drei Tore gemacht. Den wollte ich nur mal so spielen. Der Rest sagt mir leider überhaupt nichts. Tut mir furchtbar leid. Doch, hinten von Werder Bremen. Das ist doch der... Genau, ihr wisst schon hin. Ja, wollen wir mal schauen. Bin mal gespannt wie ein Flitzerbogen. Ob wir hier tatsächlich was reißen können mit dem Team. Aber ich denke mal, Silber gegen Silber ist ja nochmal was anderes wie Silber gegen Gold. Hier Choupo-Moting auf Bellarabi. Bellarabi mit seinen vier Sternen. Auf den Außen kann er ja was reißen. Auf Maxim hier außen kommt Christian Clemens schon angedampft. Wie eine Lokomotive nach innen gezogen. Ins lange Tor! Was ist hier los? Vierte Minute mit unserem neuen geilen Silberteam und Christian Clemens. Ja, er zeigt, warum ich ihn dann doch vorgezogen habe vor Ilicevic. Ja, Bombenstart wieder mal. 1-0 für die Drachen. For the Dragons. Sensationell. Und Vorlage gab, glaube ich, Herr Eric Maxim Choupo-Moting. Wir haben es ja mit den Maxim. Fehlt ja wirklich nur noch Maxim Arnold und dann hätten wir sie ja fast zusammen. Ach, Max Meyer gibt es ja dann auch noch von Schalke. Und jetzt hier mal wieder rüber auf Daniel Bayer. Gut, da hatte ich schon angekündigt, mit dem Schießen ist nicht so prickelnd. Clemens jetzt mal mit einer Flanke und ah ja, wäre er gewesen schon, der Choupo-Moting. Maxim, wir spielen mal ein bisschen hinten rum. Oh, das fühlt sich sehr gut an in den ersten Minuten, muss ich euch sagen, Jungs. Christian Clemens. Auf jeden Fall hoffentlich besser wie meine Stimme sieht das hier aus. Und Bellarabi. Schade. Das war der Herr Licht. Da hat er Licht und Schatten gesehen. Und der Herr Flum. Auf Maxim. Er hat auch vier Sterne schwache, vier Sterne Skills. Ach. Es sollte schöner Fußball werden. Das mit dem Außenriss ist so eine Geschichte. KD. Higuain. Mhm. Ist das der Bruder? Ich glaube, der Bruder spielt doch da, glaube ich, irgendwie hier noch mit, ne? Wenn ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ich da richtig liege. Ach, im Maxim seine Füße reingespielt. Da ist Franco Di Santo. Wie gesagt, da müssen wir aufpassen. Ich habe ihn, wie gesagt, selbst gespielt. Besonders kopfballstark ist der Junge. Auch mal vielleicht für euch so auch so ein kleiner Geheimtipp, wenn ihr mal nicht wisst, wenn ihr mal ausprobieren sollt. Und Bellarabi, David Beister blockiert. Sonst wäre er vielleicht auch noch an den Ball rangekommen. Ja, ich möchte hier auf jeden Fall jetzt ganz schnell das 2-0 nachlegen. Weil, ja. Erste Runde sollte dann doch schon machbar sein. Auf jeden Fall haben wir einen sehr guten Start erwischt mit Clemens sein Tor. Und
mit so einer Einzelführung im Rücken, dann spielt es sich ja schon ein bisschen leichter dann. War ja wieder außen auf Clemens. Choupo-Moting. Ja, da hätte ich, wollte ich durchdenken. Das ist auch, was ich meinte beim Clemens. Er zieht auch sehr schnell rein. In die Mitte dann auch rein. Und das hatte ich mit seinem Positioning halt gemeint, in dem Teambuilding. Das hat Ilicevic meiner Meinung nach bei mir noch nicht so gemacht. Clemens, muss ich dazu sagen, habe ich jetzt auch am Anfang mal gespielt irgendwann. Und dann auch nicht mehr. Nur heute Morgen, als ich das Team quasi so ein bisschen, also weil ich mir bei so ein paar Positionen noch nicht ganz sicher war. Aber er war ja relativ sicher, wie gesagt, da ja Ilicevic als sein Konkurrent ja nur eine mittelgeringe Arbeitsrate hat. Und genau deswegen dann hinten Lücken entstehen können. Ach, Unerstall. Cold as ice, da bleibt er einfach mal stehen. Und wird angeschossen. Ja, Di Santo. Jetzt macht mich hier nicht unglücklich, wollte schon gerade sagen. Da gibt es ja dann hin und wieder auch mal einen Elfmeter, wenn die da irgendwie so wie von der Tarantel gestochen sich aufs Näschen fallen lassen. Flanke, wie gesagt, Di Santo ist kopfballstark. Brooks muss sich bewähren bei uns. Er ist ein Wackelkandidat, wie gesagt. Da gibt es sehr... Ach, Meister. Da gibt es ja dann doch schon, wie gesagt, gerade die Philippe... Oh, abgefälscht war der. Die Philippe-Brüder. Ach so, und das hatte ich vergessen noch zu erwähnen. Genau, ich wollte auch noch einen Freistoßschützen haben. Deswegen habe ich mich auch gegen Arnold entschieden. Auch wenn Bayer und Clemens mit 72 da ungefähr mithalten können mit Maxim. Aber er ist jetzt im Team und Kirchhoff! Oh, an den Pfosten. Du ahnst es nicht. Aber da hat er gleich gezeigt, dass er auch dann da ist. Weil er ist im Grunde genommen auch einer, der zu den Wackelkandidaten gehört. Aber damit sammelt man bei mir Pluspunkte. Die Ballannahme von Flum war godlike. Ja, das probiere ich jetzt das zweite Mal. Und ach, ja, das ist mir jetzt schon heute Morgen auch schon aufgefallen, dass ich irgendwie so eine Phase habe, dass ich die Leute wieder rausziehe. Das darf man natürlich in der Dreierkette überhaupt nicht machen. Und dann jetzt vielleicht, wusste ich nicht, wohin mit dem Ball, bin ich ganz ehrlich. Da hätte ich flach spielen können. Beziehungsweise da waren drei Leute vorne. Brooks. Doch. Das ist nicht von schlechten Eltern. Also uns da präsentiert auf Flum. Schlechter Pass. Schlechter Pass von Herrn Flum. Spielt er ungefähr so einen Schrott wie in Wirklichkeit bei uns. Konzentration Bellarabi auf Maxim. Maxim Beister. Choupo-Moting auf die Außen. So hatte ich es vorgehabt, genau. Jetzt werden wir das Ganze hier aber abbrechen, weil er wäre zu 100% jetzt an den Ball gekommen. Und dann schicken wir doch mal außen Maxim. Nicht ganz nach außen laufen. Rein das Ding. Und da ist Beister! Da machen wir mal den Surfer. Yeah, baby. Starkes Teil. Ja, da hat Beister doch gleich mal sein erstes Tor geschossen für uns. Ein schöner Kopfball und unhaltbar war er auch. Ja, weil er wie aus dem und Maxim hat eine. Er hat seine erste Vorlage. Ich würde sagen, eine weitere, aber die erste war ja von Choupo-Moting. Ja, 2-0, das ist kurz vor der Halbzeit. Und das nicht in der 45. sondern in der 44. Minute. Ja, es läuft. Würde ich einfach mal behaupten, Bellarabi auf Flum. Was machen wir? Wir probieren es mal mit dem Aussteigen. Ja. Ja. Genau der, der eigentlich keine große Konkurrenz hat, macht mir jetzt die Bauchschmerzen. Choupo-Moting. Ja, den kann er besser. Den kann er besser. Oh, er will doch jetzt nicht etwa abbrechen. Er bricht doch nicht etwa ab. Also das wäre jetzt natürlich schon sehr ärgerlich, weil ich muss euch das dann leider präsentieren, weil das ja nun mal die erste Runde ist. Ne. Ich hoffe, er hat noch was
umgestellt, sollte ich vielleicht ein bisschen langsamer machen, aber das ist ja überhaupt nicht mein Stil. Wisst ihr was, wenn der jetzt wirklich abbrechen sollte, vor der 60. dann hänge ich einfach an das Video noch das Viertelfinale dran, das ist mir jetzt Schnurzpiepe. Ja, zur Halbzeit führen wir 2-0, 4 und 44. Und ich denke mal, auch von den Stats her ist das, geht das Ganze in Ordnung. 63% Ballbesitz. Ich bin mal gespannt. Ich habe weiterhin kein gutes Gefühl bei dem Gegner. Dass der das Ding eventuell abbricht. Wenn wir jetzt vielleicht noch schnell das 3-0 nachlegen sollten. Aber gut, wie gesagt, dann hänge ich einfach noch das Viertelfinale direkt dran. Dann gibt das halt eine Überlänge. Das ist dann halt leider so. Aber gut, wir hoffen mal, dass das hier ganz normal und korrekt zu Ende geht. Flum. Ja, Flum und seine Ballannahmen, die sind wirklich stark. Aber Bellarabi macht erst besser. Und die Flanke, da hat Chupo gewartet. Wie gesagt, vielleicht ist es auch ganz gut, wenn wir noch nicht das 3-0 direkt nachlegen. Aber er gibt mir halt das... das Futter sozusagen. Und 2-0. Also ich meine, gut, bei 2-0 brauchen wir wirklich nicht abbrechen. Das geht so schnell, gerade bei Fieber. Weiß, der hat einen linken Fuß. Und dann 3 Sterne schwach. Da wollte ich jetzt nicht schießen. Beziehungsweise hätte ich es mit einem Finesse-Shot probiert. Bellarabi Sambu. Sambu Esa, okay. Klingt ja eher wie Kongo oder irgend sowas. Sambia. Aber wie gesagt, hier haben wir wieder meinen Freund in ein Licht. Brooks, ne, Bellarabi. Also seht doch, Bellarabi ist schon sehr agil und auch sehr, ja, häufig zu sehen. Gefällt mir ganz gut, wie gesagt. Und allzu viel Auswahl haben wir ja nun mal auf der rechten Seite im Silberbereich jetzt auch nicht. Und schon gar nicht mit 4 Sterne Skills, wobei doch Robbie Cruz hat, glaube ich, auch 4 Sterne, aber er hat halt auch nur 2 Sterne schwacher Fuß, das weiß ich definitiv. Auch wenn Cruz ein Rechtsfuß ist und auf rechts spielt, also wie gesagt, damit kann ich ja schon umgehen. Maxim und Beister. Ah ja. Kann er sich leider nicht durchsetzen. Maxim. Auf Beiß, ich habe auf Passen gedrückt, ja. Ja, das war so nicht beabsichtigt. Da hatte ich vorher schon auf, bevor Beister hier, hatte ich irgendwann auf Passen gedrückt gehabt. Schade. Jetzt fängt sie ein bisschen an zu stottern, aber es geht jetzt doch weiter. Gut. Und das war unser Ho. Oh weh. Bellarabi, jetzt hat er den Stopp für den Santo. Das ist hier erstmal Endstation. Ah, das war schlecht. Das sollte man eigentlich nicht machen. Der ist drin. Ai, Glück gehabt. Den habe ich drin gesehen. Also ein bisschen. Habt eigentlich gesehen, wie geil dieses Torwart-Trikot eigentlich aussieht. Also ich muss mir diese Trikots unbedingt fürs Hauptteam dann holen. Weil ihr euch bin aufgefallen, wenn ihr meine Player Reviews gesehen habt, dass ich. Geiles Teil von Chupo. Er ist schon ein geil. Er ist definitiv ein saugeiler Silberspieler. Und. Oh! Der Ho hat es probiert. Ja, ihr habt ja bestimmt gesehen, dass ich unterschiedliche Trikots als anhabe, weil ich momentan in so einer Phase bin, wo ich mich nicht entscheiden kann. Aber ich glaube, ich sollte auch mal für meinen Hauptaccount mal mir diese Dragons-Dinger dazulegen. Die gefallen mir ja wirklich gut. Und sie sind schön zu unterscheiden. Aber jetzt wieder zurück zum Spiel. Ferrari. Aber Unerstall ist da. Lässt noch nicht mal ins Ausgehen zur Ecke. So stelle ich mir das vor. Bellarabi auf Flum. Der gefällt mir heute überhaupt nicht, der Herr Flum. Aber
solange die Kollegen wieder ein bisschen ausbügeln. Schade. Und dann Kirchhoff. Wo steht dann der Kirchhoff? Ist der das? Wahnsinn. Aber solange es gut geht, gefällt mir so ein Einsatz natürlich. Brooks. Ja, wir stehen allgemein sehr hoch. Das sehe ich jetzt eben erst. Woher das kommt, weiß ich nicht. Vielleicht da der Gegner auf Defensiv. Na, ja, wobei. Glaube ich jetzt weniger. Ja, das war so klar, dass ich da runterspiele. Das war blöd von mir gespielt. Aber ja, er macht es einfach dann nicht gut. Die quasi Vorlagen, die ich ihm gebe. Den ziehen wir jetzt wieder zurück. Ja. Und dann weiß ich jetzt gerade nicht, wohin. Doch, da unten. Kirchhoff, du kannst das doch. Sehr schön. Ach, ist das butterweich gespielt vom Herrn Kirchhoff. Und Chupo, tank dich mal durch. Das habe ich mir schon gedacht. Deswegen bin ich dann auch so gelaufen. Und dann machen wir zack, zack, Tor. Yes, baby. Ja, er ist mein Jakonan in Silber. Ich gebe es ja gerne zu. Aber es ist doch gigantisch. Der Junge ist so beweglich. Er ist 1,90 glaube ich. Und er ist so geil beweglich. Und ach, der hat einen Abschluss. Es ist geil, auch wenn das jetzt keine hohe Kunst war. Aber er ist göttlich, der Junge. Eine Vorlage, ein Tor direkt im ersten Spiel. Vor allem beide Schirme haben getroffen. Das ist auch sehr schön. Und vor allen Dingen, was halt bei Moting halt dazu kommt, der ist, wie gesagt, hat ja Mittel-Mittel als Arbeitsrate. Eigentlich auch wie Beister, fällt mir auch gerade ein. Ich habe Beister immer noch im Gedanken FIFA 13, also Mittel-Gering hat er da ja gehabt. Ich komme mit Mittel-Mittel-Stimmen eigentlich überhaupt nicht klar. Also sprich Benteke oder sowas, auch mit dem nicht. Deswegen wundert mich das, dass ich auf jeden Fall mit Chupo auf jeden Fall zurechtkomme. Und Beister hat jetzt auch sein Tor geschossen. Ja, 3-0. Aber würde ich sagen, ist doch unser Start mit unserem Silberteam ja mehr als geglückt. Vielleicht kommt jetzt noch das vierte. Jetzt wollte ich lupfen. Ja, das war behindert, auf Deutsch gesagt. Dann müssen wir das vierte nachlegen und vor allem das zweite für Chupo machen. Und der geht ins Aus. Nein. Oh, schön noch geholt. Schön geholt. Ein Traum, was die Jungs hier spielen. Ja, das ist so das Problem, wenn du auf den Außenmittelmittel hast. Das merkst du beim Balarabi dann halt schon. Da habe ich jetzt gewartet, dass er mitkommt. Und gelaufen ist er wie mal Alt-Oma. Das war's. 3-0 zum Start in diesen Silver Cup. Absolut geglückt, würde ich dazu sagen. Ich schaue noch ganz schnell auf die Wertung. Ja, 9,3 Maxim. 8,3 davon in Chupo. Wenn mir nicht gefallen hat, war Flum, obwohl er mit einer 7-1 nicht der schlechteste bewerteste Spieler ist. Torrad geschossen, Chupo, Beister und Clemens. Und Torvorlagen, 2-mal Maxim. Also war die erste dann doch nicht von Chupo. Dann nehme ich das zurück. Ja gut, Pässe, ganz klar. Ja, das soll es dann erstmal gewesen sein. Und ich hoffe, euch hat das Gameplay gefallen. Ich werde das Turnier durchziehen und hoffen, dass wir ihn gemeinsam rocken, dieses Turnier. Und dann bleibt mir wie immer nicht viel zu sagen, außer macht's gut und ciao.